Hallöchen. Also, ihr seht jetzt hier eine fleckige Platine. Ich wollte eigentlich noch eine Platine machen, darum habe ich mir ja auch den ganzen Kram besorgt und modifiziert, damit ich genau diese Platine machen kann, die ich jetzt doch nicht machen kann. Das habe ich im vorigen Video einmal kurz angesprochen. Das ist hier dieses Extra-Video. Warum kann ich es im Moment nicht machen? Weil ich mir meinen Laserdrucker, ja, ich will nicht sagen getötet habe, aber die Bildtrommel ist tot. Ich wollte sie noch einmal reinigen und habe aus Versehen Aceton genommen und jetzt ist die Beschichtung hinüber. Da geht jetzt gar nichts mehr. Das wollte ich noch mal einmal kurz anteasern, dass da noch eine Platine kommt. Die wird, ihr seht schon, die ist klein. Und was da drauf kommt, das ist noch viel kleiner. Ich habe hier das, was da drauf kommt. Das habe ich fünfmal liegen, kommt aber nur einmal drauf. Ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein. Das Ding ist aber nur 5x5 mm groß und das kommt da drauf. Und es hat 48 Pins. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, was es ist. Ob das überhaupt hinhaut. Das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte eigentlich jetzt heute oder morgen das Video dazu machen, das wird aber im Moment nichts. Und es wird wohl wahrscheinlich bis jetzt Mitte März, also Anfang Mitte März, kein weiteres Video geben, außer ich finde noch irgendwas, was interessant ist. Aber bis dahin müsste ich jetzt eine Pause machen, bis ich mir die neue Bildtrommel besorgt habe. Gibt es bei Amazon. Ich kann sie gerne mal in die Wunschliste reinpacken. Also kaufen tue ich sie auf alle Fälle. Außer einer ist schneller und bestellt sie mir und meint, hier hast du sie. Kostet 19 Euro da bei Amazon mit Versand, ich weiß nicht, 22 Euro oder was. Keine Ahnung, aber ich kann sie erst Anfang März kaufen. Im Moment habe ich das Geld nicht mehr. Das geht nicht mehr. Aber ich packe sie mal rein, vielleicht ist ja einer so nett. Ich weiß es nicht. Mir ist es relativ. Also ich brauche sie auf alle Fälle, die ist jetzt ziemlich wichtig. Ich kann sonst nur mit meinen Tintenstrahlern drucken, was hiermit aber nicht funktioniert. Mit Tintenstrahl funktioniert das hier nicht. Da brauche ich schon den Laserdrucker. Gut, das mal so am Rande. Bis März ist jetzt erstmal mit Videos hier Ende. Ab März wird es dann weitergehen. Tschüssi.